Meine Damen und Herren, Bernd Gieseking. Die Zukunft. Matthias Platzek. Matthias Platzek? Der große alte Mann der SPD. Matthias Platzek hat im Interview gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Was er sagen will ist, irgendwo muss die Zukunft ja herkommen. Wenn sie aber nicht herkommt, muss man hingehen. Zurück in die Zukunft gibt's nur im Kino. Zukunft braucht Herkunft, heißt aber nach PISA und allen Bildungsuntersuchungen, immer noch haben Kinder aus reichen Elternhäusern die weit besseren Chancen. Was bedeutet, Kinder aus ärmeren Elternhäusern haben die weit schlechteren Chancen. Warum sollen die ein Leben lang in eine schlechtere Zukunft gehen? Müssen die sich ein Leben lang trösten? Mit den Worten der Bremer Stadtmusikanten? Etwas Besseres als den Tod finden wir alle mal. Es ist nicht jedem gegeben, mit diesem Selbstbewusstsein eines Gerhard Schröder durchs Leben zu laufen. Gerhard Schröder hat immer gesagt, wo ich bin, ist vorne. Konfusion. Der große ostwestfälische Weise hat gesagt, die Zukunft beginnt frühestens gleich. Aber die Vergangenheit endet jetzt. Daher bleibt wenig Zeit für die Gegenwart. Konfusion. Also, ist Zukunftsplanung Science Fiction? Meine Ex-Freundin hat sich immer um meine Rente gesorgt und für ihre eingezahlt. Wer ist jetzt mehr gekniffen? Sie, die erkennen muss, dass dieses erhoffte und geglaubte Modell den Bach untergeht? Oder ich, der ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, so alt überhaupt zu werden? Wobei, ich habe ein Problem. Und das sind meine Gesundheitswerte. Meine Gesundheitswerte werden von Jahr zu Jahr besser. Je gesünder ich mich ernähre, umso größer wird mein Risiko, im Alter zu verarmen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich schnell noch mit dem Rauchen anfangen? Ist Gammelfleisch die Lösung meiner Rentenfrage? Ich bin nach Amerika geflogen. Da wurde ich im Einreisefragebogen gefragt, ob ich ein Attentat plane. Erstens weiß ich das gar nicht, bevor ich da bin. Wobei ich natürlich zweitens sowieso nicht zu Attentaten neige und drittens würde ich es auch nicht verraten. Ich habe ein kleines Gedicht drüber geschrieben. Wär ich ein Selbstmordattentäter, ich tät das Attentat erst später. Konfusion. Der große ostwestfälische Weise hat gesagt, das Schöne am Erinnern ist, es hilft gegen das Vergessen. Man vergisst so viel und so schnell. Der Telekom-Strudel, die Siemens-Affäre, der VW-Skandal, alles schon vergessen. Wobei ich jetzt übrigens auch festgestellt habe, ich wäre viel besser gefahren, wenn ich Betriebsrat bei VW geworden wäre, statt mir einen Golf zu kaufen. Und jetzt überlege ich dauernd, wie viel von der Kohle für meinen Golf ging eigentlich an Prostituierte in Hannover oder Rio. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, Rio. Und diese Republik hat die Zukunft, also mindestens die Krise hat Zukunft. Und ein großer deutscher Philosoph, und es ist ausnahmsweise nicht Konfusion, hat dazu den definitiven Satz gesagt. Es ist der ehemalige Fußballmanager Rudi Assauer. Und der hat gesagt, wenn der Schnee geschmolzen ist, dann siehst du, wo die Kacke liegt.